So, hallihallo und herzlich willkommen hier bei Let's Play Force. Ich bin euer Neonatore. Ja, jetzt habe ich eine Glatze, sehe ich gerade. Zur Erklärung, warum habe ich die Glatze? Ja, ich habe hier eine Maske aufgehabt und da waren wir anscheinend Flöhe oder so drin oder Läuse und ja, jetzt habe ich eine Glatze, ne? Erklärt sich doch, glaube ich, von selber hier, oder? Übrigens, der Neo mit der Glatze, genau, und der freche Typ hier ist der Nick. Den warte ich gerade hier. Ja, Autotuning muss sein. Autotuning muss sein, ja. Wenn man das Geld schon mal hat. Ja, wenn man das Geld hat, wie viel Kohle habe ich? Ich habe jetzt 1900 und 2000 im Bar. Mit, ne? Oh! Wenn man das schon mal hat, muss man das schon. Bisschen auf Tokio trifft, hä? Ist ein Sportwagen, oder? Ja. Will mal sagen, wir fahren hier ein bisschen mal durch die Stadt, zeigen ein bisschen her, was hier so gibt. Wir haben jetzt extra geschaut, dass wir schon ein bisschen weiter sind, damit es ein bisschen spannender wird, damit wir ein bisschen Kohle hier verdienen im Let's Play. Und dann wird es schon, ne? Ja, Nick, hast du eine Idee, was wir machen? Hast du eine Mission offen? Geld verdient, wie ich sagte. Hast du eine Mission offen? Du bist höheres Level hier als ich. Ich weiß nicht, ob das Level das ist. Eine Mission habe ich, aber Death Metal habe ich viel. Death Metal hatte ich schon mal. Ehrlich? Ja. Nein, ich guck mal kurz, ob ich welches Level. Rockford Roll, hast du das schon mal gemacht? Irgendwie kann ich die nicht benutzen. Ja komm, ich lade dich ein, ja? Nein, mach mal. Tja, mal Einstellungen bestätigen hier. Oh, wir werden ein schönes Auto für dich dann verkaufen. Ich habe eins in der Garage stehen, keine Sorge. Ich meine, dafür wird es aber auch 8000 kriegen. Tatsache. Mhm. Schlecht. Ja, egal. Egal. Ich kann irgendwie nicht annehmen. Ich kann keine Mission annehmen. Aha. Das ist schon mal schlecht. Ich kann zwar auf dich drauf drücken. Okay, warte. Dann zeig mir das Auto, dann verkaufen wir das Auto. Ja, ich stehe hier noch. Ich schon komm. Ja, Minimum kriegst du 6,5. Für immer für diese Autos. Was ich meine, das müsste der für 8,5 sein, der hier so genau vorstellt. Der hier auch wieder so eine Übermacht. Übermacht? Ja. Müsste eine Übermacht irgendwas Kart oder Coupé sein. Ja, ohne Tür. Dann musst du auch kurz reparieren, ne? Ja. Okay, ab zur Tuning-Werkstätte waren wir schon lange nicht mehr. Ist ja nur 2 Minuten her, so lange los. Genau. Wohin fahrst du? Tuning-Werkstatt. Aha, ich habe einen anderen Weg hier. Auch interessant. Ja, ich weiß ungefähr, wo du bist, deswegen habe ich mir jetzt was noch markiert. Ich schon. Weißt du, ich bin ja hier der Noob, was Orientierung betrifft, ja. Orientierung habe ich nur von der Luft aus. Kriegt man fürs Cabrio mehr? Nicht unbedingt. Ich glaube, wenn doch fürs eine Cabrio kriegst du auf jeden Fall mehr. Fürs eine kriegst du dann 5, was ich dann in der Garage stehen hab. Gucken wir mal, welches Cabrio das ist. Ich sag's dir gleich, ja. Das schön in 10 Minuten kann ich auch ungefähr wieder verkaufen. Aber für das, ich habe schon zwei so ein Coupé verkauft. Und ja. Das hab ich jeweils 8000 gekriegt. Aber es gibt halt noch ein Übermacht. So, Moment. Dafür kriegst du das 6. Das ist, irgendwas mit Rapid GT. Ja, das ist der Fallon, ne? Oder Lampada. Nee. GT, den wir hatten. Nee, das ist nicht der Fallon GT. Na, den, für der so teuer ist, halt, den wir kriegen. Ich hoffe es. Schauen wir gleich mal, was wir dafür kriegen. Den hast du gerade nicht. Doch. Das ist ein Coupé. Hab jetzt Coupé, ja, aber. Ja, für den. Das müsste. Könnte gleich 8000 sein. Ja, wie gesagt, minimal 6. Ja, schau mal. Dieser hier. Ja, was hast du denn jetzt geklaut? Nein, ist zu heiß zum Tunen. Fail. Ja, das hätte ich dir auch sagen können, dass du dir nicht verkaufen kannst. Alter. Ja, schön, dass du das jetzt das Ding da. Wo steht das Auto? Wo steht das Auto? Ich hab keine Ahnung. Ich weiß doch nicht, wo das stehen gelassen hast. Oh nee, oder? Ja, du warst abgenoobt. Dann geh ich mir schon mal mein Auto holen, was ich verkaufen kann.
ab zu meiner Garage. Da steht auch ein Auto. Ah, da ist auch halt einer. Ja, da kriege ich zwar nicht gar so viel dafür. Ah, warte, ich glaube, da haben wir wieder so einen Wagen. So, ich nehme ich denn der Coupé und dann warte ich noch. Ich habe die Billigware. Ja, ich habe jetzt wieder in Übermacht. Übermacht Orakel Coupé. Der ist das, für den kriegst du 8000. 8000, okay, ja. Dann krieg ich 8000. Hast du auch den Orakel? Ja. Ja, für den kriegst du einen Upsala. Schöne Sache. Deutlich reden, die Leute wollen verstehen, was du hier laberst. Ich rede doch deutlich, Mann. Oh yeah, ich krieg gleich Kopfgeld. Kleiner Tipp, ja, fahr zu mir. Wie viel? Ich weiß nicht, wie viel du hast. Stimmt bei mir. Aber jetzt. 7000! Jawohl! Teilen wir uns, oder? Natürlich. So, Uber macht Orakel. So, 8000 verkauft. Und leg mich dann gleich um, wenn ich rauskomme, ja? Ich hoffe, ich darf schon verkaufen. Na komm, einfach jetzt. Ja, ich darf. Dreh mich um, schnell. Ich bin noch nicht da. Ich hab grad verkauft. Ja, Alter, wenn die Leute schneller sind als du, dann hast du Pech gehabt, ja? Komm her. Komm. Alter, brauchst du lang dafür, ey. Ich hab ja nicht gleich auf den Kopf gezielt, auf die Glatze. Der hat mich geblendet, Alter. Was soll ich denn machen? Du bist ganz schön gemein, ey. Ich kann doch nichts dafür, dass ich Läuse bekommen habe hier. In-game. Hier, wo sind denn hier? Da sind wir. Wie viel willst du haben davon? 50 oder 45? 45, du hast den Job erledigt. Ja, aber. Ja. Job ist Job. Kopfgeld ist Kopfgeld, Job ist Job. Ja. Und dann gleich wieder zum Geldautomaten, ne? Ja, hätte ich auch gesagt. So einfach kann man mal 3000 machen. Ja, einfach sich umlegen lassen. Nennt man das eigentlich dann schon wieder boosten, oder? Nee, ist halt so, ne? Was willst du machen? Man nutzt halt nur das... den Fehler vom Spiel aus, ne? Ja. Da drüben ist der. Alter, da schüttet's wie aus Kübeln hier, ey. Ja. So, da hab ich kein Glück und kein Übermacht wieder, so die letzten Male. Au, au, au. Das wäre man gerade wieder vorgestellt. Ist ja auch nett hier, ne? Ja. So, jetzt schau mal, ob du schon einen Job annehmen kannst hier. Ich gehe gleich, dann mach ich gleich wieder zum Geldautomaten. Bin dann gut loswerden. Hier steht meine Karre, ey. Ja, sei doch. Orientierungsvermögen habe ich nur in der Luft. Übrigens, der Nick ist unser Fahrer für Mission und ich bin unser Pilot für Mission. Nur zur Info. Boah, Alter, hab ich viel Geld ausgegeben, ey. Irgendwie viel. Ich hab jetzt wieder 34.000. Was ist denn das für eine Karre? Mal schauen. Schaut nice aus. So, ich schneide zu meinem Haus. Ich muss mein Auto holen. Okay. Sonst kann ich keine Mission starten. Das Auto kann ich sicher nicht in die Garage stellen, oder? Was ist denn das für eins? Boah, warte mal. Eh wieder der Rapid geht eh jetzt als Coupé. Doch, eigentlich schon. Tatsache. Ja, wenn wir den Lambda. Jawohl, ich fahr gleich einmal zu dir. Den Kopfgeld. Also wieder Kopfgeld gleich. Also weißt du auch schon, wie viel? 1000. Null? Ja, nur. Wo bist du? In meiner Garage, ich brauche gerade mein Auto. Okay, ein anderer könnte gleich schneller sein. Haben wir überhaupt gegen andere Leute 1000 hier? 1000 ist ja nun... Ja doch, aber 1000 sind nicht die Welt, ne? Kopfgeld ist Kopfgeld. Ich fahre eigentlich zu jedem hin, der rot markiert ist. Aber man muss hier... 1000 sind nicht die Welt, ey. Wo bist denn du? Ich bin jetzt draußen in meiner Garage. Okay, sehr gut. Kann man das Auto, glaubst du, verchecken? Ja. Glaub ich. Warte. Ja. Oh.
Jetzt hab ich die Wolle am Arsch. Ja, jetzt darfst du das behalten, ne? Bin ja nicht so. Tausender brauchst du jetzt nichts herum überweisen. Weil ich bin ja auch so bescheiden, gell? Ja. Aber ich bin auch bescheiden, ne? Deswegen. Bescheiden oder? Oh. Ich hab's nicht so nötig. Ich hab noch genug Geld in der Garage stehen. Oh, Ausdauer ist jetzt das dritte voll. Ne, ich hab Ausdauer fast komplett voll. 60 von 100 hab ich jetzt. Ich glaube, ich habe schon 80 von 100 in den letzten beiden Joker schon am Füllen. Also, wenn ich den herrichten kann, habe ich einen neuen Wagen. Wow! Polizia! Ja. Ach, jetzt verfolgen sie mich. Nee, ist zu heiß zum Türen. Schade, ne? Schade, wäre eine schöne Karre. Ich hab jetzt wieder eine Mission von Martin, die man gestern nichts machen konnte. Okay, versuchen wir es heute, oder? Ja, dann mach ich mal auf da. Dreh mal auf. Ja, schon. Aber habe ich jetzt das Geld eigentlich schon abgelagert? Achso, ja, passt. Hammergeiler Bug, Alter, für die ganze Zeit Geld. Das Spiel spackt bei mir gerade richtig rum. Wirklich? Ja. Da habe ich schon 1000 bezahlt, mein Fahrzeug loszuwerden. Ich habe immer noch einen Stern. Meiner ist dafür weg. Ja, ich mach mal kurz Schluss, mal Alter, jetzt kriege ich drin. Schon wieder. Der das dann? Bullerei. Lester muss man anrufen, oder? Ja. Na, ich mach mal kurz GTA und verlassen, ey. Ich join ihn mal neu. Das geht ja gar nicht. Ja, außer gefickt, gerade irgendwie, wo ich im Menü bin, Alter. Wollte mich verarschen. Ey, ich muss mein Auto jetzt aus dem Depot holen, Alter. Nicht so. What's up, pal? So you don't want to get in serious trouble, huh? Ja, okay, muss ich sogar. Leave it with me. Krasse Sache. Ach, scheiße. Soll ich dich abholen? Ja, mach doch mal. Wo ist das schlechte Po von denen da? Wir würden nochmal eines Auto da klauen, ey. Ja. Ja, mein Fahrstil. Ach, mal wieder umfahren. Ja, okay, somit haben wir schon den ersten Job hier, ne? Holt nix Auto zurück. Ich klau mein eigenes Auto. Yay. Ja, ist doch echt schön. Dass man da nicht einfach ein bisschen was bezahlen kann dafür, ne? Ja. Oh, schön gedriftet, schön gedriftet. Ja, ey, ich kann das. Fahrerskill voll, ne? Und außerdem mag ich die Karre. Ah, ein bisschen Speed verloren. Und ich habe gestern sogar noch ein Dings gefunden. Ein Mustang. Tatsache. Ja. Siehst du, ich fahre ja gerade mit dem Mustang. Schade. Ja, ich habe aber nur 6000, Leute. Ja. Immer besser als ihn so zu verkaufen. Wenn ich ihn so verkauft hätte, hätte ich jetzt schon 2000. Hey, heute lassen uns die Spieler ganz schön in Ruhe hier. Ja, ne? Ich hatte sogar schon für eine Einladung zu einem ins Apartment von ihm. Oh, Wahnsinn. Die fahren mal den Nelly, Leute, ne? Fahr mal weiter, nein, fahr mal weiter. Na, nein, fahr mal ich weiter. Spring hier rüber. Nein, da kann ich nicht rüber. Fahr weiter, ich weiß, wo ich rüber kann. Wo kannst du da rüber? Rechts rum. Weiter. Und halt. Läuft. Ich bin nicht mehr die Animation. Nicht das erste Mal, dass ich das machen muss. Aha. Tatsache, es funktioniert. Ich bin immer komplett drüber gelaufen hier. Yeah, ich hab einen Stern bekommen, weil ich dir geholfen habe. Ich hab zwei. Ich hab noch auch das Ding. Mach die scheiß Tür auf, Alter. Ja, ich mach jetzt das Intelligenteste, was man machen kann. Ich verstecke mich in der Nähe von Polizeistation. Ja, jetzt geht's auch. Alter, geh hier erstmal nicht auf. Ich mach's anders. Ich fahr schön in den Tunnel rein. Tja, somit haben wir schon wieder eine unnötige Verfolgungsjagd hier, ne? Ja, leider.
Weißt du was, wir fliegen jetzt ein bisschen mit dem Heli. Wir brauchen unbedingt ein paar Läden zum Ausklappern hier. Ja, sicher. Okay. Ja, wahrscheinlich muss ich jetzt mal neu starten, ey. Versuche mal eine Mission zu starten, wenn es nicht geht, muss ich einmal neu starten hier online. Okay, dann unterhalte ich dabei meine Leute hier, ja. Ja, in der Zeit kannst du ja zum Heli fliegen. Ja, fliegen, ja genau. Zum Heli und in den Heli und fliegt dann nicht weiter, ne? Ja, warum denn nicht? Okay, die Bullen bin ich mal los. Ich auch. So. Alter, du hattest 2 Sterne, ich 1 Stern, ja, und beides dauert gleich lange. Das ist ja Arsch. Ich muss mich eindeutig gleich nicht annehmen. Also eine Mission muss ich einmal kurz online verlassen. Mal starten. Beastfighter aus meinem alten Clan ist beigetreten. Okay. So, aus meinem alten Clan, aus meinem Clan. Battlefield Clan. Bin ja noch drin in der GTS. Gut, ne? dann kannst du vielleicht sagen, er soll mal Mission aufmachen und dann uns einladen. Weil er ist halt ja schon ein höheres Level. Wir kriegen ja schon andere Missionen und wir kriegen mehr Geld. Das wäre natürlich ein Weg, ne? Das wäre doch mal eine Maßnahme, um halt mehr Geld zu kriegen, ne? Mhm. So, und jetzt wieder auf einmal. Ja, ich warte erstmal, bis du hier bist, ja. Wenn du nach Hause Spiel beitreten. Wahrscheinlich Lobby voll oder so, ne? Ja, scheiße. Oh, oh, der hier ist schneller. Oh, bitte heb nicht ab, bitte heb nicht ich ab, bitte heb nicht ab. Diesen Militär hier, diesen Transporter mit 2 Rotoren, Dinger. Wo hast du den gefunden? Der war bei Trevor in der Nähe auf diesem Platz. Der stand einfach so. Hä? Ja, der stand einfach. Wo? Bei Trevor in der Wüste auf diesem Flugplatz. In der Wüste? Ja, da wo sonst der Heli stand, da stand dann dieser Heli halt, dieser Transporter-Heli. Alter, ich fliege hier schon hin. Na, das wäre wirklich eine geile Sache. Jo. Ich weiß nicht, ob das von der letzten Mission noch war oder ob er zufällig da stand. Weil da hatte ich die Mission gemacht, dass wir den auch klauen mussten, weißt du? Und ich weiß nicht, ob wir den da hinfliegen mussten. Soll ich den mal abholen? Ich kann auch, ja, wenn man hier muss, ne? Ja. Gerne. Fliegt nämlich schon im Heli. Sie fährt mein Auto automatisch. Okay, jetzt bleibt stehen, ne? Das fährt automatisch los, ey. Geile Sache. Wo bist denn du? Warte mal, ich bin ja sicher schon über dich drüber gezogen hier. Ne, du bist noch nicht über mich drüber gezogen. Du bist weit weg. Ja, warte mal, ich muss dich kurz einmal ein bisschen markieren hier. Lila hervorheben. Ja, guck mal, der lila hervorgehobene Punkt. Ja, ist oft ein bisschen schwierig von den anderen unterscheiden, ne? Ich kann nicht mal gut oft unterscheiden. Ich seh dich gar nicht hier. Kann ich schon mal hier etwas entgegenzukommen. Hier hinten, okay, ich hab's gefunden. Ich finde dich nur, wenn du blinkst, ne? Bling, bling. Ich lande hier am Parkplatz, okay? Mhm. Ist sogar genug Platz zum Landen, oder? Ja, stimmt eigentlich. Große Straße. Ja, ja, doch. Kann sich Gronkh oder so ein bisschen was an der Scheibe abschneiden von meinem Flugskill, ne? Ich glaube, Gronkh ist noch nie geflogen, oder? Doch, der ist schon einmal geflogen und ich habe mich so tot gelacht. Bitte geh nicht zum hinteren Rotor, ja? Und ich wollte nur gucken, ich dachte schon, das wäre diesen Übermacht-Auto. Okay, der hätte Rot, das aber diesmal geschützt. Ah ja, stimmt. Aber die Hand solltest du trotzdem nicht reinstrecken, ne? Paar Finger weniger. Garantiert. Oder ein Propeller weniger. Ich weiß nicht, wie viel die aushalten in echt. Das kann auch sein, ne? Ich glaube, die halten schon so eine Hand, ja, werden die schon aushalten. Vorher ist die Hand weg. Selbst der Arme sind alle weg, bevor das Ding mal kaputt geht. Tatsache? Kennt sich da überhaupt nicht aus, ey. Mit Sicherheit, so schnell wie der sich das Ding dreht, das haut die Körperteile einfach nur weg. Und die geben ordentlich Power, die Rotoren. Müssen sie haben, um erstmal wirklich so ein Tonnen-Ding anheben zu können, ne? Ja. Nick, wir könnten gerade mal erzählen noch, was wir für Noob-Let's Play das letzte Mal hatten, was irgendwie dann mit der Aufnahme irgendwie gescheitert ist und hin und her, ja. Seht ihr da hinten den Berg?
Genau da, wo ich jetzt hinschaue, ja. Da sind wir drauf gestanden mit dem Heli, ja. Voll auf cool. Haben voll cool Let's Play angefangen und nach einer Dreiviertelstunde komme ich da drauf. Nicht genug Speicher. Ja. Wollen wir uns 7000 holen? Nee, oder? Na, scheiß drauf. Ich habe jetzt wieder diese Mission vom Mart und vielleicht kann ich die jetzt mitmachen. Ja, jetzt schauen wir mal, ob der Heli da ist und sonst machen wir das jetzt, ja. So, welcher Heli steht hier? Da keiner. Doch, da guckt der Schilder drüber. Jawoll! Seht ihr, mit dem bin ich auch schon. Mann, denn. Ich verletze. Oh, hier ist ein Gegengebiet, das habe ich noch gar nicht gemacht. Ja, aber jetzt will ich mal hier fliegen. Ja, komm, wenn wir schon mal hier sind, das Ding haben wir dann gemacht. Ja, Gangangriff, Gangangriff. Ja, ich habe mir nicht mal was gemacht, ey. Rauch nicht. Alter, was hast du für eine Waffe? EMP. Die du auch hast. Irgendwie ist hier kacke zu stehen, ne? Boah, ich find's grad gar nicht schlecht. Geh ja mal ein bisschen in Deckung. Was ja. Ja, lass mich doch mal in Ruhe. Oh, ich wollte nur in Deckung, Alter. Hier ist nirgendwo wirklich Deckung, weißt du? Bin grad schön in Deckung hier. Ne, der Heli war kacke, Junge. Alles offen können sie einfach durchschießen. You wanna play with me? Da haben diesen Lüfter. Alter, den wollte ich gerade wegnatzen hier. Ich bin mir extra angeschlichen hier. Aua, 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 aua. Erstmal nachladen hier. Geradeaus sind ein paar. Warte mal, ich mach mal da was Intelligentes. Wir sind doch halt noch andere Spieler. Sind wir uns auf jeden Fall? Come on! Hit the down! Da kommen noch ein paar. Ja, der wird schon sterben. Der kann alle abfliegen. Achso, der ist ein Alter mit dem. Ich sehe auch niemanden, ne. Ich sehe auch gar nichts von der Welt. Ich muss das Ding verlassen. Auto ziehen. Yay, bestanden. Tja, 4 Kills nur. Ich hab 10. Dafür 3 Kopfschüsse davon, also ich 90% kann man sagen. Ich hab 50%. So, wo ist der schöne Heli? Hier. Ein Stern. Ja, da ist jetzt der Heli genial zum Abhauen. Steig gleich mal seitlich ein, ja. Ich kann nicht mehr alle 8 Kampen gewinnen. Ja, steig ein. Bitte. Klauen wir ein Polizeiauto? Ja, in dem rumgeschießt wahrscheinlich. Hä? Weil wir rumgeballert haben. Was soll ich jetzt machen? Jetzt will ich ihn anhaken. Ja. Spacefelder hat einen getötet. Oh Mann. Da hat er hingepasst. Den lassen wir dann einfach mal. Oh, der flüchtet schon. Der hat Angst. Und schön in die Stadt fliegen, dann schön auf dem höchsten Gebäude absetzen. Alter, das ist auch ganz schön schwer hier. Hauptsache jetzt mal drehen, das Ding. Schießen. Aber leider ist da keiner drin. Ah, das wäre jetzt so geil. Was denn? Ja. Oh yeah.
Ja, hey, da klauen wir gleich noch rein, ja. Ja, wir qualmen aber auch schon, ne? Bitte? Ja, wir qualmen schon ein bisschen. Ja, wenn ich den erwischt will, geil. Mit dem Paller innen drin. Ich glaube, die wissen schon, was ich vorhabe, ja. Ja, nicht so egal. Oder hier jetzt schön an der Felswand. Oh man, das ist schwer, ey. Alter, also, ich bin gleich tot. Okay, ich flüchte ein bisschen, ja. Wir rauchen auch schon ganz schön. Ich bin gleich tot, Bruder, Bruder. Da 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 da. Ja, mit den Heli brauchen wir glaube ich nicht mehr viel reißen, oder? Nee. Der ist auch voll lahmarschig. Ja. Voll, ja. Wenn nicht den mal sich so anzusehen, ne, dass man den mal hat, an sich bringt der auch nicht viel. Wirklich, ne? Ich versuche mal eine Mission zu starten jetzt hier. Okay. Nee, jetzt ist sie weg. Soll ich nur die Mission von irgendeinem Mitspieler. So, Bullerei sind wir los. Welches Level bist du? Ich bin. Da gibt's einige mit Kopfgeld übrigens. Noch Space Fair ist mittlerweile 51. Ich will noch eine Mission aufmachen, ey. Ja, das machen wir dann fürs nächste Let's Play, ja. Geht sich heute auch nicht mehr wirklich aus. Ich bin Level 23. Ja, also, kann man ein Flugzeug auch fliegen lassen? Fliegen lassen? Achso, also auf jetzt anhaken. Ey, da gibt's noch einen neuen. Weißt du was? Spielen wir Mörder. Mörder? Machen wir jetzt einen anhaken und dann fallen lassen? Ja. Du weißt das schon? Weiß ich nicht. Ja, glaub ich nicht. Okay. Ich würde sich ja keiner doof vorkommen, wenn so ein Heli direkt überall fliegt, ne? So nach. Ganz normal. Ja, das ist ganz normal. Das passiert jeden Tag. Bei mir schon, ne? Ich wohne ja in Österreich, da ist das so. Ja. Sieh, wenn man so hohe Berge hat dauernd hier, ja? Ja. Bleibt da stehen, oder? Oder ein paar Haken oder so. Mach. Oh. Der war doch. Du hast ihn noch oder nicht? Böse Haare. Komm. Alter, warum hakt er nicht hier? Der will einfach nicht haken. Ich soll jetzt durchfahren. Mal kurz mal hier landen. Vielleicht geht's ja bei denen. Gar nicht so leicht, ey. Alter, warum klappt das nicht hier? Du gehst nicht, wenn da Leute drin sind. Wäre aber blöd, ne? Ja, du, so. Du bist manches lustiger. Ich will den jetzt haben hier. Wow. Ja. Ja, okay. Machen wir das, was ich vorhin eigentlich vorhatte. Raus hier. Armee-Dings, der ist ganz fit. Ja. Aha, aber wir nehmen. Oh, 3 Sterne. Warum habe ich 3 Sterne? Ja, ich habe auch 3 Sterne. Ja, dann komm lieber mal her, ne? Ach komm, lieber normales Flugzeug. Normales Flugzeug? Ja. Ah, stimmt. Ach, willst du mich fliegen lassen, sicherheitshalber? Ich würde sagen, kannst du das andere nehmen, aber... Wow. Bitte lass mich fliegen. Ja, was ist los? Ja, komm, renn rein in den Rot. Ja, da kann ich jetzt natürlich nicht mehr lang. Jawoll. Und geht ab. Das geht.
Alter, hör auf zu schießen! Hör auf zu schießen! Alter, wie knapp die dran sind hier! Flieg ein bisschen hoch und dann im Sturzflug runter, ja, kriegst du mehr Geschwindigkeit zusammen. So, und jetzt runter, halbwegs Sturzflug. Stürzflug? Stürzflug. So, jetzt. Nicht so schnell. Wie schnell wird es? Ja, mir wird schlecht. So, jetzt kriegen wir das hin, ne? Ja. Haben wir eigentlich falsch mit? Eigentlich ja. Ja, dann machen wir zum grünenden Abschluss. Zum dröhnenden Abschluss springen wir dann mit dem Fallschirm ab, okay? Mhm. Oha, pardon. Da könnte ich ja eigentlich dann Musik drüber setzen. Ja. Ja, mach ich einfach, ja. Na komm, mach höher. Oh, auf jeden Fall höher. So, dass sich ein halbes Lied ausgeht hier. Okay. Hullerei ist weg. Hullerei ist weg, sehr schön. Strömungsabriss. Dort, mit der Ring. So, noch höher. Dann fliegen wir erstmal über die Stadt und dann springen wir da ab. Genau, ein bisschen höher noch, wenn es geht. Ich versuche schon so ein bisschen schräg nach oben. Über den Wolken. Muss die Frage wohl grenzenlos sein. Da, 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 da. Oh mein Gott. Also das machst du, war ich wie auf hintereinander, ey. Oh ja. Yeah. Kann dir beim Fliegen hier zugucken. Alter, du guckst wirklich bis auf den 3, wenn du fährst oder fliegst oder sonst wo, ja? Du musst dir jetzt ein Video mal angucken hier, ey. Wirst mir nicht glauben, aber es ist so. Liebe an Schüler, sehr schön. Ja. Jetzt sind wir richtig angenehm hoch, ne? Auf zum Mond. Viel fällt nicht mehr, ne? Hoch sind wir auf jeden Fall. Geht uns eh bald die Luft aus oder so, ne? Die Erde wird schon rund. Wir machen jetzt einmal gleich geradewegs nach oben und dann versuchen wir, springen wir raus. Okay. Dann sind wir anscheinend auch schneller, bis das Flugzeug wieder unten, ne? Ganz gerade, gerade. Und kommen raus. 1, 2, 3, raus. Synchron. Yeah. Wo bist du denn? Hier. Ach da, irgendwo neben mir. Das sehe ich nicht. Alter, das ist ein Flugzeug hier. Ich fliege jetzt dem Flugzeug nach. Da 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 da. Ich hoffe, es hat euch gefallen. Können wir noch schon lange fliegen, ne? Wir haben uns gerade bumm gemacht. Bist du auch schon hier? Ich bin irgendwo bei dir da. Okay, soll ich? Soll ich nicht? Soll ich? Ja, ich soll. Alter, war das knapp. Oh ja. Ich schaff's nicht. Doch, Alter! Du auch! Alter! So macht man das. So macht man das. Genau, ich war auch genauso knapp dran hier. Jetzt muss ich aber erstmal mein Stern loswerden. Oh, krasse, geile Sache. Kannst du hier irgendwo hinstellen? Wir sind uns ja mal hier drunter und dann. Geh rein hier, Mann! Ich komm nicht durch! Hier ist er! Hier ist er! Hey, ich leuchte euch! Hier ist er! Ey, geh weg, Junge! Nicht verraten! Auch mit Lil. Ich sterbe! Ich darf aber! Ich schlag mich tot! Hör auf! Arschloch! Du brauchst hier 100 Mäuse! Oh, 115, weil du gesucht wirst, cool. Du kriegst nie wieder Geld von mir. Nie wieder. Ja, du hast mitgeschlagen. Weil du mich verraten hast. Okay, Leute, war mir auf jeden Fall eine Freude. Wir sehen uns das nächste Mal.
Bei GTA Online. Bei GTA Online. Das gesamte Team der Let's Play Force Gruppe wünscht euch gute Unterhaltung und viel Spaß beim Schauen. Bye Leute, ciao. Ciao, ciao.